Hallo Reiterkollegen, ich freue mich, euch wieder auf unserem YouTube-Kanal der Online-Reitschule Riding Academy bei Wolfgang Rust begrüßen zu dürfen. Heute wieder mit einem Video in der S-Serie. Wir werden heute den Ablauf am Sprung betrachten. Wir machen auch den Übergang vom vorigen Video mit den Bodenstangen im Galopp. Ich habe hier auch Stangen liegen. Wir werden Kreuz, was ist ein Kreuz, was ist ein Steilsprung, ein Ochser, all diese Begriffe werden wir hier heute auch hören und vor allem beim Reiten dann, wie verhält es sich, wenn ich eine Stange, eine Taktstange, also eine Stange mit einem Abstand von 6 Metern zum Beispiel am Boden liegen habe, wenn ich da dicht komme, weit komme oder passend, wie verhält sich das am Sprung und auch, was heißt überhaupt dicht, weit, passend. Wir werden hier noch sehr viele andere Punkte ansprechen. Beginnen wir nun mal mit den einzelnen Hindernissen. Das hier wäre ein Steilsprung, ein Vertikalsprung. Das heißt, der höchste Punkt über diesen Sprung sollte genau über der Stange liegen. Wenn das Pferd hier den höchsten Punkt zu weit hinten hat, das heißt, das Pferd in der Aufstiegs-, wenn das Pferd aufsteigt beim Springen, dann zu nah, zu dicht am Sprung ist, dann fällt die Stange runter. Dazu müssen wir dann den Absprung etwas nach vorne verlagern. Um das machen zu können, wenn ich es reiterlich noch nicht beherrsche, haben wir diese Bodenstangen. Warum? Die Bodenstange, Grundlinie, Fuß, ganz egal, wie ihr sie nennen möchtet, bringt das Pferd dazu, den Absprungpunkt weiter vor dem Hindernis zu wählen. Das heißt, diese Linie am Boden hält das Pferd vom Hindernis weg. Wenn ihr also ein Pferd habt, das immer zu dicht kommt, immer zu nah am Sprung ist und dadurch Vorhandfehler hat, legt die Stange, die Bodenstange weiter weg. Wie weit darf man das machen? Hierzu muss ich euch ganz ausdrücklich sagen, es ist ein Video, wo ich euch unterstütze, es ist eine Hilfestellung. Wenn ihr jedoch springt, braucht ihr jemanden, der sich auskennt. Das heißt, wie weit die Stange nach vorne gelegt werden darf, ob das jetzt 20 cm oder 30 sind oder ein halber Meter oder sogar noch mehr, da braucht ihr jemanden, der das auch wirklich einschätzen kann. Also es ersetzt auf keinen Fall jemanden, der am Boden steht und euch unterrichtet. Es ist nur ein Feedback, eine Richtlinie. Wo soll ich denn hinarbeiten? Das ist genauso wie bei allen anderen Videos, die wir online stellen auf unserer Online-Reitschule. Es ist eine Hilfestellung und kein Ersatz für einen Trainer. Ganz wichtig. Also, die Bodenstange, wenn ihr alleine springt oder keinen zur Verfügung habt, immer so 30, 40 cm, dann bleiben die Pferde gut vom Hindernis weg. Das ist einmal Steilsprung mit einer Bodenstange. Der nächste Sprung oder der erste eigentlich, wie man einsteigt zum Warmreiten, ist das sogenannte Kreuz. Bei einem Kreuz ist es wichtig, dass dazwischen, also das Kreuz soll nicht ganz zusammenliegen oder auch ein Fehler, wir reiten von dieser Seite her und ihr würdet das Kreuz so hinlegen. Das heißt, es liegt nach hinten, das irritiert Pferde. Der geringere Fehler ist, oder das könnt ihr auch so machen, das Kreuz nach vorne legen. Dann ist es eher so schräg. Was hier jedoch jetzt nicht mehr gewährleistet ist, ist, dass die Stange runterfällt, weil sie zusammenstehen. Das heißt, wenn ich eine Stange auf der einen Seite vom Steher habe, die andere auf der vorderen Seite, also eine dahinter, eine davor, dann kann hier die Stange runterfallen, weil ein Abstand zwischen beiden Stangen ist. Ich kann hier durchgreifen. Das wäre das Kreuz. Das Kreuz zählt genauso wie der Steilsprung zu einem Hochsprung. Dann gibt es auch einen Hochweitsprung. Hier sehen wir nun einen Hochweitsprung. Das heißt, zu dem Steilsprung ist dahinter noch eine Stange dazugekommen. Das Pferd muss über beide in einem Sprung drüber springen. Dieser hier ist hinten etwas höher. Das bedeutet, der höchste Punkt ist leicht hinter der Mitte zwischen dem vorderen Element und dem hinteren Element. Das heißt, leicht nach hinten verschoben. Wäre der Sprung Carré, bedeutet, die hintere Stange ist gleich hoch wie die vordere, dann sollte der höchste Punkt genau in der Mitte sein. Wichtig dabei,
Die Sprünge dürfen nicht über Karree sein. Über Karree würde bedeuten, die vordere Stange wäre hier, also höher. Das ist natürlich extrem deutlich jetzt, aber man sieht, diese Stange liegt höher als die hintere und das ist unfair den Pferden gegenüber. So etwas dürfen wir nicht machen. Karree ist dann maximal mit dieser Einstellung und in dem Moment ist die vordere und die hintere gleich hoch. Was ist bei einem Oxer noch zu betonen? Und zwar die sogenannten Sicherheitsauflagen. Was sind Sicherheitsauflagen? Sicherheitsauflagen sind Auflagen, wo durch dieses Element, wenn das Pferd hinten auf die Stange draufspringt, diese Auflage rausrutschen kann. Das ist hier ganz wichtig, denn dadurch gewährleisten wir, dass die Pferde, wenn sie auf die hintere Stange drauffallen, nicht stürzen. Natürlich kann immer noch ein Sturz passieren, das wäre jedoch die Voraussetzung. Und das ist auch bei Turnieren Pflicht. Das kann ich euch auch nur bei Abreiteplätzen immer wieder raten. Achtet darauf, dass beim hinteren Hindernis immer diese Sicherheitsauflagen drauf sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch einen Hochweitsprung, eine Trippelbarre haben, dann wäre noch ein drittes Element dabei, wo wir in einer Flugphase drüber springen. Da muss beim zweiten und beim dritten Element dann die Sicherheitsauflage drauf sein. Die werden wir dann auch nochmal betrachten, die Trippelbarre. Heute geht es mir nur um den Ablauf, ein Grundwissen, worum geht es. Das ist hier heute die Herausforderung. Betrachten wir nun die Distanzen. Bei den Distanzen geht es immer darum, das erste Element, hier zum Beispiel Meter hoch, umgelegt, dann ist es einen Meter nach vorne. Das wäre in etwa der Absprung für das Pferd. Das heißt, wenn das Pferd hier wegspringt, kann es einen guten Sprung machen. Ihr könnt aber auch davon ausgehen, wenn das Pferd über den Sprung drüber springt, dann haben wir eine Absprungdistanz und eine Landedistanz. Und beide ergeben im Normalfall einen Galoppsprung, also 3,5 Meter. Sprich, wenn wir hier 1,5 Meter davor wegspringen, dann passt das genauso. Die Pferde springen weg, dahinter dann die 2 Meter als Landephase, dann ist alles gut. Worauf wir achten müssen, wenn das ein Steilsprung ist, das heißt, das hintere Element wäre weg, es ist nur der Steilsprung, nur das eine Element, dann verhält es sich so, dass die Pferde etwas weiter wegspringen. Das ist wichtig für Kombinationen oder auch Folgen. Warum? Weil der höchste Punkt, wie ich es zuerst schon erklärt habe, genau über dem Element ist, zwischen den beiden Stehern. Hier wäre der höchste Punkt. Dadurch springt das Pferd etwas weiter weg, um den höchsten Punkt zu erreichen. Wenn ich jetzt jedoch den Oxer baue, und ich habe hier beim Oxer, der Karree gebaut ist, den höchsten Punkt, dann ist der hier mittig. Wäre die hintere Stange höher als die vordere, also nicht Karree, sondern hinten höher gebaut, verlagert sich dieser höchste Punkt etwas nach hinten. Und das wiederum, wenn ich mir da die Fluglinie vorstelle, wenn das Pferd hier wegspringt, der höchste Punkt ist plötzlich hier hinten, dann ist auch der Absprung nach hinten verschoben. Wenn der höchste Punkt über die Stange ist, verschiebt sich das Ganze wieder nach vorne. So könnt ihr euch das vorstellen. Und wenn ich jetzt sage, der höchste Punkt ist noch weiter hinten, kommt das Pferd nochmal dichter zum Hindernis. Darum auch eine Kombination aus Oxer-Oxer wird zwischen beiden Elementen mit weniger Abstand gebaut als Steilsprung und Steilsprung. Ich hoffe, es ist hier jetzt verständlich, warum. Der höchste Punkt ist ausschlaggebend mit ein und derselben Flugkurve. Wenn ich nun diese Übung mit einer Stange mache, so wie ich es heute zeigen werde, dann seht ihr hier die Stange mit 6 Meter vor dem Sprung liegen. Das heißt, es ist eine Gymnastik und 6 Meter, da muss ich das Pferd auch schon ein bisschen bei mir haben. Wenn ihr jetzt ein Pferd habt, das einen größeren Galopp hat, na, dann müsst ihr die Stange weiter weglegen auf 6,5 Meter oder knappe 7 Meter, auch okay. Es kommt aufs Pferd drauf an. Und jetzt noch einmal betont, dazu braucht ihr jemanden am Boden. Wichtig dabei, ich zeige es euch beim Reiten dann,
wenn ich hier hinreite und angenommen, ich reite jetzt mit meinem Pferd, spring mit dem letzten Galoppsprung vor der Stange hier weg mit einem 3 Meter, 3,20 Meter Galoppsprung in der beim Gymnastizieren. 1, 2, 3 und dann eben mein Schuh dazu, dann bin ich hier. Jetzt habe ich noch einmal 1, 2, 3 meinen Schuh dazu, dann wird mein Pferd hier wegspringen zum Gymnastizieren. Wenn ich möchte, dass er näher kommt, also das wäre jetzt mal mit einem normalen passenden, mit einer passenden Distanz, würde ich jetzt mit dem letzten Galoppsprung hier hinkommen und da ist der Unterschied, was ich ja schon beim Stangenreiten betont habe im Galopp. Wenn ich nur Stangen hätte, würde das Pferd hier dicht kommen und dort auch. Und das Gleiche ist es auch, wenn ich jetzt beim Springen bin. Das Pferd springt hier weg. 1, 2, 3, mein Schuh. 1, 2, 3, mein Schuh. Jetzt stehe ich da drunter. Das heißt, hier kann das Pferd nicht mehr wegspringen. Beim Stangengaloppieren wäre es egal, wenn der hier wegspringt, weil es ja nur gerade drüber galoppiert. Hier fehlt mir aber die Absprungphase und deshalb dazu auch diese Übung. Wenn wir hier galoppieren, hier angenommen in diese passende Distanz kommen, dann weiß ich, ich kann hier ganz normal, wenn der Galopp davor ganz gleichmäßig ist, weiterreiten mit 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann springt er hier weg und kann gleichmäßig weiter galoppieren. Würde ich jetzt, und das ist wichtig, hier dicht herkommen, dann habe ich jetzt für mich als Reiter unroutiniert schon das Feedback, ich werde jetzt beim Hindernis auch dicht kommen und muss einen Galoppsprung verkürzen. Wie das funktioniert, dazu haben wir die F-Serie. Das heißt, kurz angesprochen, ich nehme am Zügel an, verkürze den Rahmen. Das ist aber nicht ein Wegziehen vom Hindernis, wie es viele machen, sondern annehmen, das Pferd verkürzt den Rahmen und über die Wade unter mir fleißiger machen, damit das Pferd einen peppigen, kurzen Galoppsprung macht. Ich komme hierher mit meinem normalen Galoppsprung. 1, 2 und jetzt verkürze ich bereits. Das heißt, hier mache ich maximal die 3 Meter und jetzt bin ich noch einmal kurz mit 1, 2 und hier die 80, dann habe ich hier den Platz. Und was ihr hier mitberechnen müsst, durch dieses Verkürzen bin ich auch langsamer. Das wissen wir auch bereits. Das Tempo ergibt sich aus dem Raumgriff der Galoppade. Wenn ich den Raumgriff verkürze, weil ich den Galoppsprung kürzer reite, nimmt es auch Tempo raus. Das heißt, wenn ich das Pferd hier wirklich gut hinten dran habe, vorne habe ich gegengehalten, das Pferd kommt aufs Hinterbein, kann ich hier schon wieder loslassen und das Pferd kann wegspringen. Das ist einmal die eine mit dichter Distanzerklärung. Die andere ist, mein Pferd springt hier weg. Das heißt, jetzt habe ich hier 1, 2, 3, das Pferd springt ganz knapp hierher. Jetzt 1, 2, 3, dann würde das Pferd hier wegspringen. Das ist weit. Was machen wir hier? Gleich wie bei der anderen Distanz. Ich merke, hier springt mein Pferd weg. Nun habe ich die Möglichkeit, einen im Absprung schon längeren Galoppsprung zu reiten mit 1, 2, 3 und einen halben dazu. Und den behalte ich jetzt bei. Noch einmal 1, 2, 3, den halben dazu. Jetzt bin ich in der Distanz. Mein Pferd hat auch den Schwung und kann hier ganz normal drüber galoppieren. Wie schon angesprochen, wenn wir einen Ochser haben, wird die Absprungdistanz näher kommen. Da ist es dann, wenn ich hierher galoppiere, mit ein und derselben Stange von der Distanz. Ja, bei der Höhe ist es vollkommen egal. Aber wenn es dann höher werden würde, muss ich auch mit der Stange etwas anpassen. Das heißt, bei einem Ochser, auch wenn es jetzt höher wird und ich lege es dann etwas weiter weg, liegt die Stange bei einem Ochser näher am Hindernis als bei einem Steilsprung. Warum? In der Relation, das ist jetzt nur für diejenigen, die höher reiten, in der Relation, je höher der Sprung, umso weiter weg ist natürlich auch, weil höher umgelegt ist auch der Absprung weiter weg. Jedoch, und das ist wichtig, wenn ich das jetzt hernehme, angenommen 1,20 Meter
Steilsprung. Lege ich um, habe ich einen 1,20 Meter Absprung. Wenn ich jetzt sage, einen 1,60 Meter Steilsprung, dann hätte ich da einen 1,60 Meter Absprung oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das ist da eben nicht mehr. Da kommen wir dann etwas näher, nur in der Relation. Darum, wenn wir höher reiten, dann wird das nicht alles immer weiter, 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 sondern all jene, die hoch reiten, wissen, der Parcoursbauer darf da frei bauen. Das heißt, da steht dann auch mal wirklich steil, steil, hoch, wo wir mit dem Absprung nicht mehr die Höhe des Hindernisses 1,60 Meter haben, sondern da stehen wir mit 1,20 Meter dran oder 1,40 Meter. Da müssen wir dann die Pferde auch schon am Hinterbein haben, dass die nach oben springen können. Das nur ganz kurz. Also für alle, die normal in den normalen Gassen reiten, also beginnen auch mit dem Springen immer umgelegt. Wenn es dann höher wird in der Relation, es wird natürlich metergemessen weiter weg sein, in der Relation wird es aber eher näher werden. Ganz ein wichtiger Punkt. Angenommen, ihr tut euch noch schwer mit einer Stange und einem Hindernis, dann habt ihr auch die Möglichkeit, eine zweite Stange davor zu legen. Noch einmal eine Taktstange. Die Übung kennen wir jetzt aus der Übung mit den Bodenstangen im Galopp. Und angenommen, wir kommen hier jetzt groß. Das heißt, mein Pferd springt hier bereits weg. Dann weiß ich, bei der nächsten Stange würde es auch wieder groß kommen und beim Hindernis auch. Und hier kann ich schon jetzt etwas verändern. Da kommt er groß. Das bedeutet für mich, er wird knapp hinterm Hindernis landen, dann wieder knapp, also hinter der Stange, wieder knapp hinter der Stange und dann muss er genauso groß wie hier, muss er dann beim Ochser wegspringen. Also mache ich Folgendes, ich komme hierher mit meinen 3-Meter-Galoppsprüngen und nun verlängere ich 1, 2, 3 auf 3,20 Meter. Jetzt bin ich hier gelandet, noch einmal 1, 2, 3 mit 3,40 Meter. Jetzt bin ich hier und so bleibe ich. Noch einmal 1, 2, 3, 40 und jetzt habe ich hier noch 1, 2, 3 und dann springt er hier weg. Dann habe ich hier wiederum eine Distanz, wo ich mit zwei Stangen die Galoppsprünge verändern kann, dass ich hier wieder in eine passende Distanz komme. Also so könnt ihr euch hier ein bisschen helfen, so habt ihr hier die Möglichkeit, auch ein Gefühl für Rhythmus und Distanz zu entwickeln. Und nun betrachten wir das Ganze mit Pferd, wie es dann aussieht, wenn man, ich hoffe, ich bekomme es so hin, dicht, weit, passend reiten kann. Wie ihr seht, habe ich heute wieder Livius. Mit Livius zeige ich euch diese Übung. Er ist der Routinierteste, da kann ich auch mal einen Fehler machen mit zu langen Galoppsprüngen oder zu kurzen. Und ihr werdet dann sehen, wie das Pferd hier am Sprung reagiert. Livius ist ein extrem guckiges Pferd, ein Flighter, deswegen auch bei dem Korrekturvideo. Hier steht heute die Kamera herinnen und in dem Moment ist für ihn alles anders. Sehen wir uns nun den Sprung an. Wenn ich hier aus der Wendung komme, reite ich ganz eine gerade Linie. Mit diesem Galoppsprung bleibe ich jetzt ganz gleich. Komm hier passend, passend. Und er kann weiter galoppieren. Gerade weiter, Wendung. Nun einmal mit einem langen Galoppsprung. Einfach nur lang, lang. Und ihr seht, er läuft unter das Hindernis rein. Ein Routinier wie Livius ist egal. Das solltet ihr jedoch nicht so oft machen. Nun noch einmal zur Korrektur, dass er wieder Vertrauen hat. Rhythmus. Distanz. Und ihr habt sofort, das ist der Folgesprung von dem Draufreiten, ein verspanntes Pferd. Noch einmal. Das ist hier wichtig, dass die Pferde Vertrauen kriegen, jetzt durchatmen, schwer werden. So bleiben, Hand nach vorne. Und er kann wieder zufrieden geradeaus im Linksgalopp galoppieren. Ihr habt nun gesehen, wie schnell es geht, dass ein Pferd durcheinander ist. Selbst so ein Routinier wie Livius, wenn ich da einen normalen Rhythmus galoppiere, ist alles gut. Wenn ich einen zu langen Galoppsprung reite, weil ich selbst das Gefühl noch nicht dafür habe und ich komme da viel zu groß rein, dann hilft mir keine Stange und gar nichts. Das Pferd wird am Sprung unterlaufen, das heißt, er kommt zu dicht mit einem hohen Tempo und in dem Moment habe ich dann das Problem am Sprung. Dann
Auch beim nächsten Hinreiten sofort wieder gesehen, das Pferd macht sich fest, weiß nicht, was jetzt wieder kommt, was macht der da oben jetzt wieder. Erst wenn der Reiter wieder ruhig im Rhythmus reitet, kann sich das Pferd wieder entspannen, einen Sprung machen und locker weitergehen. Das Baskulieren ist bei einem Pferd wie Livius erst bei wirklich einer hohen Sprunghöhe sichtbar. Warum? Weil er das alles gar nicht so ernst nimmt. Da galoppiert er mehr drüber. Was für euch jedoch wichtig ist, Propriozeptoren, Muskelspindeln, das haben wir schon bei der Trabstange gehört. Ihr kriegt die ganzen Videos von mir unten in die Beschreibung oder auch oben verlinkt. Und wenn das Pferd mit den Propriozeptoren und Muskelspindeln arbeiten soll, richtig verankert, muss das Pferd in der Losgelassenheit gearbeitet werden. Wenn ein Pferd, so wie Livius, falsch ausgebildet, immer mit dem Hals oben, immer extrem ohne Rücken gesprungen ist und man stellt ihn um, dann machen die Pferde in dieser Zeit nur mehr Fehler. Das muss euch klar sein. Nun betrachten wir den Steilsprung. Also hier den Steilsprung, gleiches Prinzip. Kurzer Galopp und der muss peppig sein. Peppig, 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 peppig. Hand nach vorne, Sprung und weiter reiten. Auch wenn das Pferd hier kreuzt, Ruhe behalten. Noch einmal, Steilsprung. Ich komme hier aus der Wendung. Nun verkürze ich etwas und mache ihn fleißig, fleißig. Das kann ich auch hier so weiterreiten und habe dann einen Sprung vor der Wendung, wechseln, weiterreiten. Idealerweise sollte das Pferd nach dem Hindernis Linksgalopp weitergehen. Das heißt hier bewusst galoppieren, Korrektur, linke Hand zur Seite. Und hier hat er jetzt die Möglichkeit, links weiter zu galoppieren oder früher umzuspringen. Nun sind wir beim Oxer, Hochweitsprung. Hier komme ich wieder aus der Wendung, halte den Galopp aktiv, aktiv, unterstütze ihn und Sprung nach vorne, wechseln, weiterreiten. Ihr seht, Livius ist ein sehr nerviges Pferd, trotzdem wichtig. Galopp aktiv, aktiv, wechseln und weiterreiten. Wenn ich hier nun beim Oxer mit einem zu langen Galoppsprung kommen würde, so, sehen wir mal, was passiert. Ihr habt sofort gesehen, das Pferd ist total durcheinander. Nun mit einem zu kurzen Galoppsprung. Kurz. Das ist kurz, kurz, kurz. Wenn jemand zu kurz, kurz, dann seht ihr, ich muss ihn weghalten und über den Sprung springt er nach vorne. Er muss sich drüber werfen. Schlechtes Sprungverhalten. Nun noch einmal normalen Sprung. Rhythmus. Gleichmäßig und er hat wieder seinen normalen Ablauf. Ich habe nun den Ochser weitergebaut und reite genau gleich, nur halt jetzt mit einer Stange, ihr seht jetzt, passend und weiter Ochser. Ordnung machen, weiter reiten. Noch einmal den Ochser. Hier komme ich jetzt kürzer, kurz. Und dann muss er sich hier strecken. Wenn ich jetzt mit einem langen Galoppsprung reite und ich komme hier so hin und lasse das Pferd so galoppieren, habt ihr jetzt gesehen, er muss am Sprung zurückkommen, ist eine tolle Übung. Jedoch, das dürft ihr erst machen, wenn ihr die Pferde am Sprung auch wirklich sicher unterstützen könnt. Dann könnt ihr auch mal mit einem langen Galoppsprung, einem ausbalancierten Pferd, größer galoppieren und am Sprung die Pferde zurückkommen lassen. Wichtig dabei, die Pferde müssen in der Balance sein und die Chance haben, auch wirklich am Sprung mit dem Hals lang zu werden, Nase nach vorne zu bringen und dann Brustkorb anzuheben und die Technik auszuführen. Das ist hier wichtig. Hier sehen wir nun den Ochser höher und hinten überbaut. Grundgaloppade, leicht nach vorne, Sprung, weiterreiten. Ochser hinten höher, im Ganzen etwas höher, hier die Galoppade. Das war jetzt genau das gleiche Reiten wie zuerst. Langer Sprung, am Hindernis muss das Pferd zurückkommen. Was passiert? Er bricht über dem Hindernis ab und macht hinten Fehler.
Nun die Korrektur. Zur Korrektur haben wir jetzt die Taktstange 30 cm weggelegt, auch den Fuß etwas weiter weggezogen. Hier komme ich hier hin und er kann seinen Sprung machen. Nochmal zur Korrektur. Die Taktstange ist etwas weiter weg, der Fuß ist etwas weiter weg. Grundgaloppade und dann kann ich ihn auch ruhiger, gleichmäßiger reiten. In diesem Video habt ihr nun gesehen, wie wichtig die Rittigkeit der Pferde ist. Denn wenn ich da hingaloppiere und ich kann den Galoppsprung gar nicht beeinflussen, ich kann das Pferd nicht auf der Linie halten, ich kann das Pferd nicht fleißig machen, ich kann das Pferd auch nicht aufnehmen oder nach vorne reiten, dann kann ich mit dem Pferd auch nicht wirklich springen. Das funktioniert nicht. Wenn ich da eine gerade Linie galoppiere, und das könnt ihr mit den Stangen üben, darum auch der Aufbau in der S-Serie. Wir reiten über Stangen, lernen über die Stangen gerade reiten, den Galoppsprung zu beeinflussen, kürzer zu reiten, etwas länger zu reiten. Wie kann ich reagieren? Dann bauen wir die Sprünge auf. Wir haben das Kreuz, wir haben den Steil, dann den Ochser. Und auch da haben wir dann die Möglichkeit, das Pferd an den Hilfen über den Sprung zu reiten. Wenn ich da merke, okay, mein Pferd ignoriert mich, dann muss ich zuerst wieder auf einen Zirkel gehen oder Übergänge reiten, das Pferd wieder bei mir haben. Und da gibt es ja den Spruch, wir reiten die Pferde nicht am Sprung, wir reiten sie zwischen den Sprüngen, zwischen den Hindernissen. Denn am Sprung muss das Pferd auf sich selbst konzentriert sein. Wenn wir am Sprung erst einwirken, am Sprung erst was machen, konditioniert das Pferd den Sprung negativ. Wenn wir auf der Linie galoppieren, das Pferd reiten, gehen lassen und dann haben wir die Möglichkeit, am Sprung das Pferd in Ruhe zu lassen, darum habe ich euch diese Übung heute gezeigt, dann lernen die Pferde einen ordentlichen Sprung. Und ihr habt auch gesehen, was sich alles verändert, wenn ich kürzer galoppiere, wenn ich das Pferd oben halte, wenn ich drin hänge, wenn ich losreite, zu lange Sprünge, zu kurze Sprünge, ein Unterlaufen. Also all das ist im Endeffekt etwas, wo ich sage, da müssen sich die Pferde helfen können und das können sie nur, wenn sie in der Ausbildung mit Selbstvertrauen geritten werden. Im Sinne von, ich galoppiere dahin, du machst deinen Job. Euer Job ist, die Linie zu halten, das Pferd in der Gangart, im Tempo auf der Linie zu reiten. Die drei Punkte müssen immer funktionieren. Wenn ihr dann besser seid, dann kommt es auch schon auf das Gerittensein des Pferdes an. Und das Gerittensein des Pferdes bedeutet ja, ich bin schon fähig, das Pferd peppiger zu reiten, kürzer und fleißiger zu reiten, kürzer zu machen und dennoch diese Dehnung an die Hand zu haben, das haben wir alles in der F-Serie schon drinnen. Wichtig für euch, seht euch auch immer wieder, wenn ihr Springreiter seid, die F-Serie an. Es ist die Basis der Kommunikation zwischen Reiter und Pferd, dann ist es vollkommen egal, ob ich jetzt Springen reite, Vielseitigkeit reite oder in der Dressur starte. Auch ich habe in meiner ganzen Laufbahn als Vielseitigkeitsreiter oder Springreiter, Dressurreiter immer an der Kommunikation mit den Pferden gearbeitet. Nur so konnte ich alle drei Disziplinen bis zur Klasse S erfolgreich reiten. Hätte da die Basis nicht gestimmt, ja, dann brauche ich nicht daran denken, hoch zu reiten. Ich hoffe, ihr versteht jetzt den Sinn unseres Kanals. Ich möchte euch hier diese Anleitung geben, auch die mentale Anleitung dazu. Wenn ihr die ganzen Videos sehen wollt, Kanal abonnieren. Es sind Gratis-Videos, ihr könnt gratis mitlernen und diejenigen, die zu diesen Gratis-Videos noch ein bisschen mehr haben möchten, können sich jederzeit die Mitgliedschaft aktivieren. Die Mitgliedschaft könnt ihr auch immer wieder jederzeit kündigen. Das ist kein Leute fangen, sondern da habt ihr dann Zugriff auf die anderen Videos. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei bleibt und unseren Kanal unterstützt. Und wenn ihr so auch immer wieder in den Genuss, was die Mitglieder ja haben, die Vorteile kommt und so noch mal mehr lernen könnt. In diesem Sinne viel Spaß beim Üben mit euren Pferden.